Und Aria. Was geht ab, Leute? Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria, Trompete Player Lee. Und willkommen zu einer neuen Folge vom eigentlich ganz guten Podcast. Eigentlich ganz jazzigen Jazzcast. Jazzcast, genau. Paar Jazz. Ey, ist das? Das könnte vielleicht was Neues sein. Ja, gut, falls ihr Jazz. Aber wir machen halt keinen exklusiven Paar Jazz. Deswegen, falls irgendjemand den Paar Jazz Channel aufmachen möchte, dann inkludiert uns einfach bei 20%. Okay. Und das werden die auch alle natürlich tun, weil du es einfach gesagt hast. Naja, falls alle, die jetzt danach kommen, stimmt, sind offensichtlich von uns nachgemacht. Genau. Und so, die Community wird es halt wissen. So. Die wird halt einfach merken, hey, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ich hoffe, Jay und Aria bekommen ihre 20%. Ich habe überlegt, ob ich mal einen Livestream machen sollte auf Instagram, wo ich einfach nur eine Stunde lang Flöte spiele. Flöte? Ja. Achso, nee, meine Trompete meine ich. Achso, okay. Meine R-Trompete. Mhm. Mhm. Ey, mach. Ey, ich glaube an dich. Also man kann auch bei... Kannst man, machen. Man kann auch bei Instagram auch Leute einladen, so damit man zusammen... Ah. Dann kannst du mich einfach einladen und ich schütte einfach den Kopf die ganze Zeit. Ich überlege, ob man irgendwas damit machen kann, irgendwas Cooles. Du könntest eine Band aufmachen. Ich könnte eine Band aufmachen. Hast du jetzt so getan, als wäre das deine Idee? Warte mal, Jay, ich habe voll die gute Idee. Kennst du diese Leute? Man sagt leise einen Witz zu jemandem, keiner hat es gehört, man sagt es nochmal. Und alle lachen. Alle lachen. Ja. Aber dann nicht aufklären. Kumpel von mir, John, spricht immer sehr leise. Oder früher zumindest. Ja. Er ist halt voll der lustige Typ, aber so. Ja. Er ist auch immer so ein bisschen so, ja, wie hast du eigentlich da? Und so. Auch noch sehr tief. Ja. Dadurch sehr schwer zu verstehen. Genau. Das heißt, er hat mir früher immer so Witze erzählt. Und ich habe dann irgendwie instinktiv, als ich gehört habe, einfach gesagt, was? Weil ich wollte, dass Leute hören, was er für ein witziger Mensch ist. Und dann haben Leute gelacht und dann habe ich direkt gesagt, ah, aber es war Johns Witz, weil ich nicht der sein wollte. Yeah. Aber ja. Ja, das Ding ist, wenn man es als seinen eigenen durchzieht und irgendwann kommt das raus, dann ist halt umso wacker. Ja, stimmt. Aber wie ist das, wenn man einfach immer zitiert, darf man dann immer? Ja. Theoretisch. Wenn du Credits gibst, dann kannst du alles machen, was du willst. Morgen auf einmal so. Aufstände in Deutschland. Ja. Verursacher. Der eigentlich ganz gute Part Jazz. Ja, Credits bei Aria. Deswegen alles gut. Credits bei Aria, genau. Ich habe eine Frage an dich, Aria. Hast mal eine Frage. Weil das wurde ich jetzt öfters auf Instagram gefragt. Mhm. Übrigens, @Jay und Aria, falls du mir noch nicht folgst, Aria. Falls ich dir nicht folge, soll ich @Jay und Aria folgen? Nein, achso. @Jay Samuels meine ich. Okay. Oder @Aria Lee. Falls du dann mir nicht folgen sollst. Ja, genau. Genau. Ich habe dich neulich aus Versehen entfolgt, kurz. Echt? Ja. Aber es war nicht auf Instagram, es war auf irgendwas, ich glaube auf TikTok. Auf TikTok? Wir haben übrigens auch TikTok, Leute. Ah, stimmt, wir haben TikTok. Falls ihr uns da folgen wollt. Ja. @JaySamuels und Aria Lee mit 3E. Das geht wieder los. Das geht wieder los. Oh nein, kein Punkt aber, oder? Kein Punkt. Okay. Einfach nur Aria Lee mit noch einem E. Damit bin ich so ein bisschen zufriedener, weil da kannst du einfach Aria Lee eintippen, so weißt du? Und dann muss halt noch ein E. Aber diese Faxen mit, habe ich zwischendurch irgendwo Bindestrich, Unterstrich, zwei. Vor allem, ich habe zwei Bindestriche gehabt. Das ist schon kriminell. Unterstriche. Ja, ich weiß. Ich kenne die Story. Weil es sieht oftmals aus wie ein Unterstrich. Ja, das ist das, was schwierig ist. Das ist nicht mal ein Gap dazwischen. Bei Unterstrichen ist immer so, es gibt auch Leute, die haben so richtig viele Unterstriche hintereinander. So mehr als zwei, so 4, 5. Und dann so, ja, Bro. Woher soll ich Was denkst du denn? Woher soll ich wissen? 1, 2, 3. Ich schätze ab, wenn die Buchstaben so breit sind, wird der Unterstrich wahrscheinlich. Mhm, die Hypotenuse. Ja, ist wahrscheinlich so lang wie die Ankathete. Welche Note hattest du in Mathe? Ich war voll gut in Mathe. Nein, welche Note hattest du? Ach so. Kommt drauf an, so welches Jahr jetzt. Im letzten? Wahrscheinlich eine ziemlich schlechte Note. Ah, okay. Ja. Okay, schade. Weil ich da sehr abwesend war.
Also ich hatte meistens, wenn ich schlechte Noten hatte, dann war das wegen fehlender Anwesenheit. Oh, worauf ich nicht stolz bin. Fächer, wo ich tatsächlich schlecht war und wegen meiner Leistung keine guten Noten bekommen habe, waren eher Deutsch zum Beispiel. War ich oftmals nicht so gut. Äußerst verständlich. Äußerst verständlich. Erdkunde war ich je nach Thema, weil das hat ja sehr variiert, ja. War ich manchmal nicht so gut. Und ich schätze, manchmal war ich im Politikunterricht nicht so bewandert. Es gibt auch bestimmt hier und da andere Fächer, worin ich nicht so gut bin. Aber das waren so auf jeden Fall Fächer, wo ich war ich nicht gut drin. Verstehe. Und viele andere war ich eher schlecht drin, weil ich einfach gefehlt habe. Also, ja. Weil dann bekommst du ja immer so eine mündliche 6 für die Stunde, wenn, wenn die unentschuldigt gefehlt hat. Also, ich weiß nicht, ob das bei mir so war, aber ich kenne das Prinzip. Okay, ja, also es ist in vielen Schulen in Deutschland auf jeden Fall so, dass du für eine unentschuldigte Stunde bekommst du eine mündliche 6. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, bekommst du ja für jede Stunde eine mündliche Note. Mhm. Und dann vielleicht zusammen mit Referaten oder besonderen Ereignissen macht sie deine mündliche Note genau. aus. Genau. Was übrigens crazy ist, weil als ich in Amerika zur Schule gegangen bin, habe ich rausgefunden, dass es keine mündlichen Noten gibt. What? Es gibt einfach keine. Das war so ein paar Monate, bevor ich wieder nach Deutschland gezogen bin. Aber ich bin da halt noch zur Schule gegangen. Weil wir hatten ein Unterrichtsfach, das hieß Home Ec, Home Education. So manchmal hat man komische Fächer. So kennst du bestimmt aus Netz, ultimativer Schulwahnsinn, wo so die lernen, da hat man gelernt, so für was welches Besteck ist und so Sachen. Ja, ist doch gut. Ja, komisches Fach, aber und da hat die Lehrerin, die hieß Miss Mackie oder Miss Mackie, irgendwie sowas, hat erzählt, dass so, ja, und ich fand das früher voll schlimm, weil ich war auf einer besonderen Schule, also jetzt der Klasse erzählt, und da war es so, dass ich war halt voll das schüchterne Kind und es war voll schlimm, weil dadurch hat sich meine Note verschlechtert. Ich finde es gut, dass das jetzt nicht mehr gibt. Und dann ich so, Entschuldigung, hab so meine Hand hochgemacht, was genau meinen Sie? Dass man quasi darauf benotet wurde, wie viel man sich meldet. Und ich so, wird das hier nicht benotet? Und Jay die ganze Zeit so, ey! Und sie so, nee, und ich so zu meinen, also nicht zu ihr, aber zu Mitschülern, warum meldet man sich dann überhaupt? Also, natürlich, wenn du etwas wissen willst, so, ich hab's nicht verstanden. Aber so, warum meldet man sich sonst? Das verstehe ich nicht. So, einfach damit so die weiß, dass ich anwesend bin, ja cool, aber. Und ab dann habe ich mich nicht mehr so viel gemeldet, ehrlich gesagt. Weil vorher habe ich mich immer so aktiv gemeldet und so, ich glaube, die Lehrer mochten mich auch voll dafür. So, oh, der ist voll hier. Und dann irgendwie geile. So, ach so, ja, cool. Ich bin einfach nur ein Streber anscheinend. Bombe. Ja, aber ansonsten in Mathe war ich eigentlich, Mathe war aber eines meiner Lieblingsfächer. Ah, okay. Eigentlich so generell die Naturwissenschaften mochte ich alle immer voll und so war immer so voll interessiert drin. Gar nicht meins irgendwie. Ja, irgendwie, also das für voll viele irgendwie, habe ich nie verstanden. Ich fand immer das so das Interessanteste überhaupt. Klar, jeder hat seine eigenen Geschmäcker und so, ich denke auch nicht alle denken gleich. Ja. Aber schon sehr viele Menschen, von denen ich höre, so ist gar nicht mein Ding. Aber warte, ich find die Themen an sich interessant. Es lag mir nur nicht. Ich finde, da ist ein Unterschied. So meistens ist es so, wenn man etwas gut kann, findet man es automatisch gut irgendwie. Oder wenn man was nicht gut kann, dann mag man das Fach nicht. Ich finde die Themen interessant, aber ich war einfach nicht gut darin. Echt? Okay, aber ich habe das immer so aufgefasst, dass wenn man wirklich Interesse für etwas hat, dass man gut darin, also leicht gut darin wird. Ja, okay. Das ist halt auch das Ding. Also ich war früher ein guter Schüler. Aber weil ich einfach viel gelernt habe. Mhm. Aber von Fächern, die mir tatsächlich natürlich liegen, gab es wenige, finde ich. Einer meiner Lieblingsfächer war einmal darstellendes Spiel, fand ich voll cool. Also für die, das nicht kennen, das ist so Theater im Endeffekt. Englisch fand ich cool, weil es Englisch war. wobei ich war auf einer englisch betonten Schule und da war es auch nochmal so, der Unterricht, den ich da hatte auf der deutschen Schule, war schwerer als der, den ich in Amerika hatte. Aber ja, ansonsten lagen mir eigentlich keine Fächer, sondern es war wirklich immer nur so, fuck, ich muss eine gute Note schreiben und deswegen lerne ich jetzt einfach und so. Eigentlich macht es mir keinen Spaß. Das habe ich mich wirklich sehr oft gefragt. Was kommt zuerst? Weißt du, was ich meine? Also so, es lag mir nicht. Was genau bedeutet das? Weil du bist ja ein intelligenter Mensch so und... Weiß nicht, ob das stimmt, aber... ich sage es jetzt einfach.
Aber so. Ja, also, so hypothetisch. Hypothetisch. Ja. Ist ja ein hypothetisch intelligenter Mensch. Und so, da ist jetzt irgendwie, die wird jetzt irgendwas gezeigt. Ja. So, ne? Es fällt mir schwer zu glauben, dass du zum Beispiel nicht capable bist, das so zu verstehen. Ne, ich konnte es ja verstehen. Ja, aber lag mir nicht. Was bedeutet das? Bedeutet, es war für dich ein bisschen schwer runterzuschlucken, oder nicht? Ja, okay, vielleicht hat das auch viel damit zu tun, was für Lehrer ich hatte. Ah, okay, stimmt. Das ist auch bestimmt so ein Punkt, wenn der Unterricht irgendwie nicht spaßig gestaltet wird oder so. Also, ich finde das schon interessant. Oder ich sag mal so, es gab auch einfach andere Sachen, die mich mehr interessiert haben. Aber was waren denn so, bis auf Englisch und darstellendes Spiel so... Sachen, die mich mehr interessieren können. Genau. Also Yu-Gi-Oh! Karten oder sowas. Achso, du meinst Sachen außerhalb der Schule? Ja, ja. Okay, aber gab's noch so Fächer, die du irgendwie so besonders aus der Schule mochtest oder war es eher so einfach nur DS und Englisch? Musik auch noch, aber auch nur in bestimmten, kommt drauf an, was wir da behandelt haben. Obwohl mich mein ganzes Leben lang Musik geprägt hat, war ich in Musik in der Schule so eine absolute Niete. Zum Beispiel, ich weiß nicht, wann Notenlesen unterrichtet wurde. Mhm. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Aber das habe ich nie, ich kann bis heute nicht wirklich Noten lesen. Ja. Yeah. Also okay, ja, C, D, E, F, G, bla bla bla. Und wenn du es irgendwo ansetzt, dann immer so, ich weiß, kann ich jetzt vielleicht hochgehen. Yeah. Aber so, alle konnten das so lesen. Und ich war voll so, yo Mann, ist das irgendwie eine... So Fremdsprache, die ich nicht kenne, was ist denn das? Nee, aber da, das, also ich kann es lesen, aber ich kann jetzt nicht, ich nehme mir so ein Blatt mit so einem Stück drauf und dann so, ah, nice. Okay. So. Aber so alle anderen in der Klasse konnten clearly irgendwas, was ich absolut nicht konnte. Ja. Und dann war es halt auch bei den Klassenarbeiten so, ja, trage jetzt mal das und das. Und ich so, yo, Digga, ich verstehe nicht mal, was? Ja. Ich habe keine Ahnung, wovon ihr redet. Mhm. Und es hat dann immer dazu bei mir zu Kacknoten in Musik geführt. Ich habe die ersten ein, zwei Jahre außerhalb der Grundschule sehr gute Noten gehabt in Musik. Aha. Aber ich habe die nur verdient, indem ich Referate über Michael Jackson gemacht habe. Und ich habe Michael Jackson vorgetanzt und vorgesungen. Nice. Und ich gehe einfach mal davon aus, dass meine Lehrerin oder mein Lehrer von damals, ich weiß nicht mal mehr, wer das war. Michael Jackson gefeiert hat. Michael Jackson extrem gefeiert hat und so. Ja, Mann. Du you kriegst eine Eins. You been stopper. You been hipper. Du kriegst eine Eins. Da. So wird's gewesen sein. Aber das klang jetzt eher so, als ob Michael dein Lehrer war. Es wäre aber komisch, wenn du Referate über deinen Lehrer hältst. Heute über meine Lieblingsperson auf der ganzen Welt, Herr Müller. Herr Müller unterrichtet nicht nur Musik, sondern auch bildende Kunst. Zwei sehr wichtige Fächer, wichtiger als Deutsch oder Geschichte oder Mathematik. Bildende Kunst ist auch gut. Wobei, bildende Kunst mochte ich wirklich nie. Ich mochte es sehr. Ja, ich glaube, ich habe das so ein bisschen von meinen Eltern, weil beide malen halt sehr viel. Ich bin generell kein guter Zeichner. Das war dann auch... Das kann ich bezeugen. Ja, das stimmt wirklich. Also, das sage ich öfters, mir liegen auch wirklich so nur eine Handvoll Sachen auf der Welt. Und ich habe... Das ist ja kein Ding. Ja, ich weiß, aber... Aber dafür sehr gut. Aber es sind so wirklich so zwei, drei. Und ich habe einfach das Glück, dass es inzwischen einen Beruf gibt, wo man... wo man das machen kann. So, so hättest... Vor 5000 Jahren so... Vor 5000 Jahren wäre sowieso nochmal ein ganz anderes Game, aber... So einfach, hätte es YouTube nicht gegeben, also klar, ich hätte dann... Schwierig. Ja, ich hätte dann auch anders in die Kreativbranche irgendwie reingekonnt, aber vielleicht... Es war eine Zeit, wo man weniger sagen konnte, ich mache mich selbst. Ja. Sondern so, ja, ich mache mal und hoffentlich entdeckt mich irgendwer. Ja, aber wahrscheinlich nicht. Aber wahrscheinlich nicht. Und dann... Aber heutzutage kann man es wirklich in die eigene Hand nehmen und das feiere ich sehr. Gleiche Chancen für fast alle. Also ich glaube, wahrscheinlich werden wir es jetzt auch nicht herausfinden, weil wir wissen es scheinbar beide nicht. Mhm. Aber ich versuche immer noch für mich herauszufinden, wo ist der Unterschied zwischen, ich habe ein Talent für etwas und ich habe das halt einfach hart geübt und kann es deswegen gut. Aha. Oder ich habe Interesse dafür und deswegen kann ich es gut. Ja. Weil es gibt ja auch Leute, wenn du es so betrachtest, es gibt ja auch Leute, die etwas krampfhaft versuchen und es voll mögen und voll gerne machen würden und nicht gut darin sind. Ja, leider gibt's das. Das heißt, das gibt's ja auch. Hm. Aber ich verstehe. Also, denkst du, es gibt Talent? Ja, auf jeden Fall.
Denkst du, es gibt angeborene Talente? So genetisch veranlagte Talente? Ja, wobei ich dann nicht darüber reden möchte. Also, nee, will ich nicht drüber reden. Ich meine das eher anders gesagt. Ich meine dabei nicht zum Beispiel, jemand ist genetisch bedingt, hat zum Beispiel sehr gut ausgeprägte Muskeln, die zum Beispiel, also diese, es gibt ja schnelle Muskelfasern und dann gibt es ja noch diese Kraftmuskelfasern. Also es gibt auf jeden Fall Muskelfasern, die für deine Schnelligkeit zuständig sind. Okay. Und so, er ist sehr gut darin veranlagt und ja, okay, jetzt ist er gut im Sprinten. Ja. Das meine ich jetzt weniger. Ich meine jetzt zum Beispiel, denkst du, es ist angeboren, dass jemand musikalisch ist? Ja, ich denke schon. Ja? Ja, auf jeden Fall. Also ich könnte mich da irren, aber ich bin schon der Meinung, dass jeder Mensch eine gewisse Veranlagung für bestimmte Sachen hat. Also, weil das Ding ist, ist das angeboren Genetik oder ist es eine so frühe Beeinflussung in der Kindheit, dass man gar nicht feststellen kann, dass das später irgendwann kam? Weißt du, was ich meine? Also ja, ich verstehe deine Frage. Zum Beispiel, ich glaube, deine Eltern haben weniger mit Musik zu tun, ne? Mhm. Aber du bist so voll musikalisch veranlagt. Da würdest du jetzt natürlich zum Beispiel sagen, okay, ich habe jetzt im Kindesalter keinen Einfluss, keinen starken gehabt. Aber jetzt zum Beispiel, also bei dir kann es sich ja anders entwickelt haben, aber weißt du, was ich meine? Ich weiß genau, was du meinst. Wenn du ein Baby so direkt, wenn es geboren ist, so direkt so einfach anschreist, so 10 Stunden lang, ob das dann einfach irgendwas macht. So. So, er erinnert sich zwar nicht dran, wenn er erwachsen ist, aber irgendwas ist da einfach. Es gibt halt auch zum Beispiel so Babys, die habe ich neulich erst auf Instagram gesehen, die so als Baby schon so tanzen die ganze Zeit. Mhm. Weißt du? Und da hast du die Frage so, yo, wann hat dieses Baby das gelernt? Ja. Das kann ich nicht wissen. Ja. So, das ist eigentlich meine Antwort auf alles. Leute, Jay hat auf alles eine Antwort. Und zwar, kann ich nicht wissen. Kann ich nicht mit 100%iger Sicherheit sagen. Ja. Egal, frag mich irgendwas. Egal was, frag mich. Was ist die Wurzel von Pi? Ja, kann ich nicht. Kann ich mit 100%iger Sicherheit wissen. Und Leute, es hat schon wieder funktioniert. Jay hat auf alles eine Antwort. Wobei, warte, da müsste ich sogar sagen, weiß ich nicht. Weil ich glaube, die Wurzel von Pi kann ich ja errechnen, oder? Ja. Wobei das, glaube ich, eine unendliche Zahl ist, von daher kann man sie errechnen. Kann ich es nicht wissen, nee. Doch, wenn du unendlich viel Zeit hast, kannst du... Nee, weil man hat nicht unendlich viel Zeit. Ja, stimmt. Also kann ich es nicht. Also ist physikalisch nicht möglich. Kann ich nicht wissen. Ja, stimmt. Frag ich noch was. War der 11. September inszeniert? Da will ich einfach jetzt gar keine Angabe machen, einfach. Nee, kann ich nicht wissen. Kann er nicht wissen. glaubst du, es ist inszeniert? Das Ding ist, ich traue sehr vielen zu. Ja. Aber am Ende des Tages, ich kann schlecht sagen, ja, der 11. September war inszeniert, das war safe so. Ja, ja. Weil war ich da? Nein, war ich nicht. Kannst du nicht wissen halt. Kann ich nicht wissen. Müssen wir leider mit vielen Sachen machen oder müssen wir nicht. Ich mache es mit vielen Sachen, dass ich mir einfach sage, so, okay, ich glaube, es ist so, aber ich kann es nicht wissen. Ich mache es sogar mit allen Sachen. Im Endeffekt kann ich es nicht wissen. Im Endeffekt ist ja sowieso alles egal, weil... Da ist jemand sehr verzweifelt. Ey, Mann, ich denke da viel drüber nach in letzter Zeit. Im Endeffekt ist, worüber das alles egal ist? Ja. Echt? Leider. Na, das Ding ist, wenn du so denkst, ja. Das ist ein gefährlicher Gedanke, finde ich. Weil wenn du so denkst, dann ist es so. Weil es kann alles egal sein. Ja. Wenn dir etwas, also wenn dir alles egal ist, dann ist alles egal. Nee, aber einfach zum Beispiel so, oh Mann, ey, richtig und falsch, so gibt's das, was ich meine? Es ist eine sehr standpunktbasierte Sache. Ja, eigentlich es nur. Es ist schwierig zu sagen, ob's. Diese Frage habe ich mir auch gestellt und ich würde nicht sagen, es ist nur eine Standpunktsache. Oh, okay. Ich hätte gesagt sogar, es ist ausschließlich eine. Ich verstehe auf jeden Fall den Gedankengang. Ich finde zum Beispiel, sagen wir mal, ich töte dich einfach so ohne jeglichen Grund. Okay, sagen wir mal. Ja? Ja. Dann finde ich, gibt es keinen Standpunkt von, der sagen kann, ja, das war richtig, und einen Standpunkt, der sagen kann, das war falsch. Es gibt auch keinen, der sagt, das war falsch? Äh.
Alles klar. Wenn ich Jay töte, dann kann man nicht sagen, dass das falsch war. Man kann ich auch nicht sagen, war richtig, aber ist halt einfach. Aber war halt auch nicht falsch. Kann man nee, nicht sorry, das, dass es nicht falsch war. Ja. Weil ich hab ein Lebewesen, das den Wunsch verspürt zu leben, ja. Das von anderen geliebt wird, einfach ja, eigenwillig vernichtet, ja. Und sehr viel Trauer hinterlassen. Wenn, sagen wir mal, du hast nichts verbrochen, nichts gemacht, mhm. Und ich töte dich einfach so. Ja. Nicht mal, ich bin am Verhungern. Ja, ja. So einfach so. Einfach so, du wolltest einfach, meinst du? Ja. Nicht mal, ich bin am Verhungern, wir sind auf einer einsamen Insel und es gibt nichts anderes, weil das war gerade einfach mal random. Nicht mal, wir sind am Verhungern. Es reicht mir jetzt. Also, warte. Erstens, ich bin eigentlich deiner Meinung im Sinne von so, ja, es wäre falsch, auch in meinen Augen. Deswegen, bitte. Bitte lass mich leben. Bitte, Aria. Aber im Endeffekt, nur weil dir jetzt kein Grund einfällt, warum es richtig ist, heißt ja nicht... Okay, aber warte, du musst ja auch meine Tat im Zusammenhang mit meiner Absicht irgendwo betrachten. Ja. Weil, na klar, wenn ich dich jetzt umbringe, aha. Könnte sein, wenn du weiterleben würdest, auch wenn es unbeabsichtigt ist, dass du vielleicht für den Tod des nächsten Präsidenten aus Versehen auf einmal verantwortlich bist. Ja, genau. Ja, wenn man es so begründet, okay, aber das war ja nicht meine Absicht. Dementsprechend kannst du ja nicht sagen, war schon richtig, dass er ihn umgebracht hat, weil sonst wäre später das und das nicht passiert. Nee, aber ich meine, nur weil ich es nicht sagen kann, heißt es nicht, dass es so ist oder nicht ist. Falls du verstehst, was ich meine. Also, weil das ist, was ich meine mit so, es ist alles im Endeffekt trotzdem, weil es die kollektive Meinung von allen ist. Ich sage ja trotzdem, dass sie stimmt, aber so, wer sagt denn, dass es richtig oder falsch ist, außer die Leute, die Leute halt. Aber, das ist ein komisches aber Thema. Ich glaube nicht nur, dass nur kollektive Meinungen über falsch und richtig in unserer Gesellschaft zumindest entscheiden. Also, auch wenn sie geben auf jeden Fall den Trend vor. Ja, kollektive Meinung kann sich auch oft irren, hat sich auch oft geirrt. So waren alle der Meinung, dass die Erde flach ist. So, genau. Das stimmt nicht. Ein Großteil der Menschheit war dachten, so, Sklaverei wäre okay. Ja, so, ey, können wir doch machen, gar kein Ding. Aber so, hey. Kollektive Meinung, Leute, heißt nicht, dass es eine Validation für das ist richtig oder das ist ethisch korrekt oder was auch immer. Das Gefühl, wir werden gerade sehr sehr zum Freedom Fighter. Oder einfach, ich glaube, wir müssen ein paar Peniswitze zwischendurch okay, machen. Okay, Peniswitze, Peniswitz Nummer 1. Sag Penis, ein Penis zu dem anderen Penis. Warum versteckst du dich denn im Busch? Sagt der andere. Sagt der andere. Weil es in der Höhle schon voll war, keine Ahnung, ich weiß nicht. Okay, das waren dann auch genug Peniswitze für heute. Ja, genau. Sorry, falls ihr das gerade euren Eltern hört. Oder Mama, Papa, nein, ihr versteht nicht. Die unterhalten sich auch wirklich über geistreiche Themen. Penis, Penis, Penis. Oder sorry, falls ihr Eltern seid und das gerade euren Kindern hört. Ist auch nicht. Stimmt, warte, ich habe neulich irgendwo, ich glaube, unter den Kommentaren gelesen, dass irgendeine Lady versucht hat, ihr Baby zu stillen. Und dann immer lachen musste. Und dann immer lachen musste. Das habe ich auch gelesen. Und ja, dann war es wahrscheinlich in den Kommentaren. Mhm. Und dann nicht. Es tut uns leid. Ja, Baby. Nicht die Lady. Ich meinte dein Baby, Lady. Ja, ja. Baby. Wie sind wir auf die Kacke gekommen? Achso, ich meinte, dass alles egal ist. Dass alles egal ist. Ich meinte doch, im Endeffekt ist nur, alles, was du gerade erlebst, ist auch dann wieder weg. Na, das Ding ist, was ich manchmal denke, das darf ich eigentlich gar nicht sagen. Oh oh. Weil dann wirklich wie so ein... Nee, das sage ich lieber nicht. Also, soll ich sagen? Okay, ich denke manchmal, wenn die gesamte Erde samt allen Lebewesen plötzlich nicht mehr existieren würde, ja. Das wäre doch irgendwie egal, oder? Weil es gibt nicht mal irgendwen, der um den anderen trauern würde. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja. So... Es wäre absolut nicht egal, wenn du zum Beispiel stirbst. Vielleicht könntest du an einem Punkt sein, hoffentlich niemals, aber wo du das denkst. Aha. Aber es gibt ja genug Menschen, die dich lieben und du würdest ja so ein einfach Loch in deren Leben hinterlassen. Ja. Von Trauer. Wenn alle gleichzeitig weg sind und sterben, aha. Dann gibt es ja nicht mal irgendwen, der irgendwem hinterher trauert. Dann juckt es ja niemanden. Das stimmt. Je nachdem, was für eine Religion man verfolgt. Ja, true. Aber wenn man davon ausgeht, dass nach dem Tod einfach nichts ist. So. Genau.
So. Dann wäre er so voll Wurst. Ja. Das ist. Aber das Schlimme ist, dass ich finde, dass das ist. Oh nein, wir tappen uns gerade mit. Dass es sogar so ist, wenn wir nacheinander sterben. Was meinst du? Na, wenn ich jetzt sterbe, du meinst so, ist nicht egal. Weil dann trauern alle. Aber achso, und dann sterben alle anderen. Die sterben ja dann auch. Ja, das Problem ist, dass es ständig neues Leben gibt, das am Leben ist, während die anderen sterben. Das heißt, und die bauen immer eine Bindung währenddessen zu den anderen auf. Aber irgendwann ist doch alles weg. Irgendwann, früher oder später. Ja, irgendwann. Aber das Ding ist, du musst mal überlegen, Tupac ist 1996 gestorben. Und du kannst manchmal kommt mir jetzt immer noch eine Träne, so wenn ich an seinen Tod denke. Ja, natürlich, aber guck mal, schon ziemlich lange her. Alles, was du erlebt hast, alles. Ja, so, ich meine wirklich auch diese Unterhaltung, deine schönsten Erlebnisse und so. Du bist tot und dann ist egal. Du kannst sie auch nicht mitnehmen, dich gibt's auch nicht mehr danach. Für wen ist egal? Für dich? Für mich ist egal, ja, habe ich doch gerade vorhin gesagt. Aber für alle, weil alle ja auch irgendwann weg sind. Ja, aber das ist erst dann egal, wenn sie weg sind. Genau. Und solange leiden die ja noch. Aber im Großen und Ganzen ist es egal. Wenn es so egal ist, dann hack dir einen Arm ab. Ist ja egal, wenn du... Nee, das heißt ja nicht, dass ich das so will. Ich will es ja nicht. Ich will nicht, dass es egal ist. Aber es ist leider so. Oh Mann, ey. Ich mach auch nur Spaß. Also, ich zieh's gerade ein bisschen. Ja, also, es ist klar, dass wir es ernst meinen. Auf eine Art und Weise, die nicht serious ist. Weißt du, was ich meine? Ja, Mann. Wenn du einfach... Es ist ernst, aber nicht serious. Ja, yeah, so. Es ist nicht das Deutsche, sondern es ist das Englische. Ich habe eine Frage noch, die von Zuschauern gestellt wurde. Wie stehen wir dazu, wenn im Entertainment-Business, zum Beispiel in Filmen oder Serien oder sowas, wenn das durch das Internet beeinflusst wird? Es gab das berühmte Beispiel Sonic. Bestimmt habt ihr alle davon mitbekommen, dass es erst einen Trailer zu Sonic gab und alle dann meinten, sieht voll kacke aus, bitte macht das weg, und haben sich alle voll aufgeregt im Internet. Und im Endeffekt hat dann das Studio ja den Charakter nochmal komplett neu animiert und ein neues Character-Design auch gemacht. Jetzt sieht Sonic cool aus, in der kollektiven Meinung. Und das ist jetzt der Sonic, den wir bekommen. Wie wir dazu stehen. Und was mir noch viele geschickt haben, ist, dass Julian Bam anscheinend in der deutschen Synchro-Version Sonic spricht. Und auch da meinten einfach viele so, was ist da unsere Meinung zu? Wie finden wir es generell, dass YouTuber die Möglichkeit haben, sag ich mal, ja, einfach Charaktere zu sprechen oder auch in Filmen involviert zu sein oder weiß ich was? Also erstens finde ich es natürlich mega, dass sowas möglich ist, dass ein Trailer rauskommt, alle haten den und man dann einfach ein umfassendes und detailreiches und vielleicht sogar geografisch gebundenes Feedback bekommen kann, ja, wo man wirklich sieht, ey, das gefällt denen nicht oder die wünschten sich lieber das und das oder denen gefällt es nicht in dem Alter oder in der Region und so und so weiter, sodass man darauf reagieren kann. Aha. Weil ich meine, so ein Film ist ja auch jedes Mal ein kostspieliges Risiko, wo du ja Millionen investierst und hoffst, dass es gefällt. Und ich finde es halt echt cool, dass man eigentlich ja so schon mal so einen Trailer mal raushauen kann, um mal so die Erstreaktion mal zu sehen, um gegebenenfalls sogar noch auf die Wünsche der Leute einzugehen. Das ist ja ein Win-Win auf jeden Fall. Im Endeffekt für alle. In genau der Situation bin ich auch der Meinung. Eine Sache, die man vielleicht nicht aus Acht lassen sollte, und das heißt jetzt nicht, dass das unbedingt schlecht ist oder gut oder keine Ahnung, sondern es ist einfach nur die andere Seite des Ganzen. Bei Sonic war es bestimmt nicht so, dass die Produzenten voll auf diesen Sonic bestanden haben und es war so deren Lebenswerk und weiß ich was. Ich gehe mal davon aus, dass sie Profit einfach nur machen wollten mit einer nostalgischen Figur. Ja. Aber auf der anderen Seite, das weiß ich zum Beispiel nicht, der Regisseur wiederum. Für ihn kennt das ja voll Herzblut. Ja, und so. Und er wollte unbedingt dieses Design, weil es für ihn voll angesprochen hat und weiß ich was. Und es war im Endeffekt seine Kunst, sag ich mal. Und dann hat das Internet quasi reingegrätscht und er musste es dann ändern. Ist die Frage, ob das bei anderen Filmen passieren kann. Verstehe. Am Ende des Tages, also ich verstehe auf jeden Fall deinen Standpunkt, also oder deine Message. Also ich sag nicht mal... Nicht Standpunkt. Genau, es ist nicht mal zwingend mein Standpunkt. Es ist einfach nur so ein... Dein Gedankengang. Ja. So. Ich verstehe deinen Gedankengang, aber... Wenn es halt den Leuten wirklich nicht gefällt, ja, ist ein bisschen egal, dass es sein Wunsch war, das so zu machen. So wie alles. Ja, weil das Ding ist, es ist einfach Fakt, du machst Filme für großes Publikum. Ja. Punkt. Du machst es nicht für dich selber. Definitiv gibst du keine Millionen aus und all diese Leute arbeiten an diesem Projekt nur für dich selber. Ja. Du machst es sehr, sehr gerne und vielleicht willst du etwas gerne irgendwie umsetzen. Mhm. Aber wenn es wirklich so ein krank schlechtes Feedback gibt, ja, hat
der Regisseur auch nichts davon, weil dann kommt der Film raus, er bekommt nur irgendwie schlechte Kritik, negative Energie, vielleicht will das Studio nicht mal mehr weiter mit ihm arbeiten, vielleicht ist seine Karriere dadurch ein bisschen angeknackst. True. Das heißt, ich glaube schon, dass es eher in eine positive Richtung geht, auch wenn, also ich verstehe, das ist ein sehr interessanter Gedankengang, dass, dass es ja auch etwas von der Originalität irgendwie abbringen könnte. Ja, also das haben wir inzwischen auch schon mitbekommen, wenn man mit größeren Produktionen arbeitet, dann neigen die dazu halt in die Vision des Regisseurs reinzugrätschen und irgendwas ändern zu wollen, und das ist dann glaube ich nochmal next level, auch da, bei Sonic kann ich es mir nicht vorstellen, aber im Endeffekt wissen wir nicht, vielleicht gab es einen ganz bestimmten Grund, warum er das so haben wollte, und wir haben ja nur den Trailer bisher gesehen, bei Sonic Nein, bei Sonic wird das nicht so sein, aber so bei einem anderen Trailer vielleicht, wo der Regisseur sich was ganz Bestimmtes dabei gedacht hat. Aber das ist ja keine Abstimmung, das ist ja nur ein Feedback. Das heißt, es liegt immer noch absolut in der Hand vom Studio und vom Regisseur, ja, das so umzusetzen oder nicht umzusetzen. Ja. Das heißt, wenn es einen ganz bestimmten Grund gab und es überwiegt über die schlechte Resonanz zu dem Stil, dann kann man es ja trotzdem machen. Let's go for it. Stimmt. Zu der anderen Sache, klar, das finde ich auch super cool. Ich meine, wir sind ja selber auch YouTuber und in erster Linie auf jeden Fall safe, sehr cool für die YouTuber selber, weil der eine oder andere hat ja auch vielleicht einen Traum, der irgendwie so in diese Richtung geht. Hm. Oder selbst wenn nicht, ist es einfach eine coole Erfahrung. Cool für die Fans der YouTuber, dass sie ihn einfach mal, es ist einfach cool, diese Person mal irgendwo sehen zu können. Ein kurzer Auftritt wird, selbst wenn der jetzt nicht gut performt, kein, denke ich mal, großartig stören. Wenn es jetzt längere Parts sind, bin ich der Meinung, sehr cool, aber dann sollte die Person entweder irgendwie darin bewandert sein oder selbst wenn nicht, einfach das gut können. Also meine Devise ist einfach, der Film sollte nicht drunter leiden. Was ich halt auch gesehen hatte, ist, dass sich so, also jetzt nicht bei dem Film spezifisch, sondern auch bei anderen, weil das ist ja schon des Öfteren vorgekommen, dass YouTuber irgendwelche Rollen bekommen haben. Mhm. Ich habe des Öfteren schon gesehen, dass Leute sich beschwert haben, so von wegen, ja, wäre kein YouTuber, würde er nie da sein und so weiter und so fort. Was ja auch wahrscheinlich richtig ist, also ich gehe mal auch davon aus, aber ich glaube, das ist eine Sache, die grundsätzlich im Filmbusiness existiert, und das hat nicht mal unbedingt was mit YouTubern oder Influencern zu tun. Also generell, viele Schauspieler schaffen es entweder durch Connections oder weil sie einen bestimmten Einfluss schon vorher aufgebaut haben. Also und es einfach profitabel für die Firma wäre. Auf jeden Fall. Ist ja auch irgendwo Business. Das gibt's ja schon immer. Von daher finde ich das jetzt nicht unbedingt schlimm, wenn es ein YouTuber dadurch schafft. Aber genau, wichtig wäre mir halt trotzdem, dass halt der Film gut wird. Also wenn er, ich würde es halt genauso bewerten, wie wenn es ein Nicht-YouTuber wäre. Genau, ein normaler Schauspieler. Genau. Okay, dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zu Jayan Arias Shoutout. Wir haben letzte Woche das eingeführt, erstmal damit Leute das wissen, und zwar, dass wir jetzt jede Folge etwas Shoutouten werden. Outshouten? Wir werden einen Shoutout machen. Shoutouten. Shiitake-Pilze. Genau. Und zwar kann es entweder Musik sein oder ein YouTube-Channel. Vielleicht auch eine andere sehr coole Idee, bei der ihr einfach Unterstützung braucht. Gerne sogar was Gemeinnütziges oder so. Mhm. Schickt uns das einfach auf Instagram zu. Also es soll nach Möglichkeit aus unserer Community sein. Diese Woche haben wir tatsächlich jemanden gepickt, den wir auch persönlich kennen. Das wird nicht immer so sein, vielleicht aber ab und zu mal. Mhm. Und zwar geht es nämlich um Jocelyn. Jocelyn ist tatsächlich die Person, über die Ari und ich uns kennengelernt haben. Genau. Ohne ihn gäbe es uns nicht. All das gibt's hier nur wegen Jocelyn. Genau. Jocelyn ist tatsächlich, und das klingt jetzt mega weird vielleicht, aber einer der talentiertsten Menschen, die ich kenne. Ja. Aber er ist nicht ansatzweise für sein Talent bekannt, wie er eigentlich sein müsste. Was sehr traurig ist, ja. Und er unterstützt uns auch schon seit Jahren schon mit allem. Wenn ihr mal alle unsere Videos anschaut, werdet ihr Jocelyn immer wieder mal irgendwo, ob es sein Rücken, ob es seine Hand, sein Gesicht, ja, als Frau, als Mann, alles Mögliche. Das ist sogar hinter der Kamera, sogar. Tonmann. Ja. Er hat wirklich alles schon gemacht. Alles Mögliche schon und wirklich seit Tag 1 uns geholfen wie selten ein anderer. Warum ist Jocelyn talentiert? Jocelyn kann vieles. Das, was wir, glaube ich, jetzt vor allem highlighten werden, ist, dass er besonders gut singen kann, beziehungsweise singen und rappen. Und er freestylt auch unglaublich krass. Er freestylt halt wie der Krankeste. Also, ne? er freestylt unnormal krass. Also es kommt halt einfach so wirklich live aus ihm raus. Aha. Und Jocelyn ist so, wenn man so von dem perfekten Menschen reden will. Na, das Ding ist, er ist auch Erzieher, so, ne? Er ist so, er ist richtig krass selbstlos und hilft ständig anderen. Also, eigentlich, egal wie sehr wir gerade über Jocelyn reden, wir können nicht genug über Jocelyn reden. Nein, ich meine, wir können nicht genug
Wir können ihn nicht genug anpreisen. Genau. Für das, was er ist. Wie gesagt, er rappt ja nicht nur auch, sondern er singt auch. Und auch da, seine Stimme ist wirklich bemerkenswert. Lieb dich selbst ein bisschen mehr, das ist doch alles, was ich will. Das sagt nicht irgendwer, sondern ich, dein Spiegelbild. Lieb dich selbst ein bisschen mehr, ist alles, was ich will. Sag ich. Ich bin dein Spiegelbild. Ich seh dich anders als andere dich. Ich bin dein Spiegelbild. Ich seh dich anders als du sogar mich. Ich bin dein Spiegelbild. Ich seh dich anders als andere dich. Ich bin dein Spiegelbild. Dein Spiegelbild. Check bitte Jocelyns Socials ab. Achso, genau. Und das wäre nämlich, folgt ihm einfach auf Instagram, weil da postet er sehr viel Gesang- und Rap-Videos und auch weiteres. Da heißt er Jocelyn. Unterstrich D unterstrich P. Jocelyn schreibt sich J-O-C-E-L-Y-N und dann gefolgt von unterstrich D unterstrich P. Link ist natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung hier auf YouTube. Genau, das war's. Ich glaube, wir werden nicht jedes Mal so ausrasten. Das war schon eher wegen Jocelyn. Ja. Nur dass die Erwartung nicht. Also nächstes Mal wird es eher so 3-4 Sätze sein. Genau. Oh mein Gott, Shoutout der Woche. Das wird mein Durchbruch. Genau, das heißt, folgt ihm da bitte, also ohne Witz, tut uns bitte den Gefallen, folgt ihm da und sagt ihm, dass er doof ist. Sagt ihm, dass er doof ist, ganz viel. Ja. Mit Herzen. Sagt, du bist doof und ein Herz dahinter. Genau. Und wenn ihr kreativ seid, könnt ihr das Ganze als Basis benutzen und euer Kommentar noch so ein bisschen individuell gestalten. Ja. Du warst doof. Du warst doof gewesen. Ansonsten würde ich jetzt sagen, danke, dass ihr da wart heute. How to reason. Peason. Und good night, Francisco. Nein! Was war das? San Francisco. Was habe ich gesagt? Francisco. Nein! Habe ich einfach gesagt, good night, Francisco? Ja. Nein! Francisco ist so ein italienischer Liebhaber. Er so, good night to you too, Aria. Tomorrow, 7 o'clock, pizza margarita. And good night, Francisco. Nachdem seine Frau im Bett mit ihm fertig ist. That was awesome. And good night, Francisco. Seht ihr, Leute, erinnert ihr euch noch, als Jay letzte Woche gesagt hat, manchmal passieren die besten Sachen erst, nachdem unser Podcast vorbei ist? Ja. There you go. Aber das sagen wir immer erst, nachdem unser Podcast vorbei ist. Ganz genau. Das heißt, Leute. Das heißt, die gar nicht nach Ende gucken, die wissen das nicht. Dem bringt auch unser Shoutout am Ende nichts. Stimmt. Dann sagen wir es in der nächsten Folge am Anfang. Wenn wir es nicht vergessen. Und good night. San Francisco. Das zählt aber nicht. Okay, next time.